Oh, guck mal hier, hier ist wieder... Warte. Moin! Oh, oh nein, ich habe mein Fenster zerschossen. Nichts passiert, Leute. Alles gut, ich mach wieder zu. Scheiße, jetzt habe ich das Fenster hier. Bahnreisende und Angestellte, das private Transportunternehmen Komrad Mischer hat den Betrieb auf der Güterstrecke wieder aufgenommen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme und sichere Reise. Und damit, moin Leute, am heutigen Tag schlüpfe ich in die Rolle eines Lokführers in Sibirien. Und das Interessante ist, dieses Spiel... Oh, schön dich zu sehen, alter Kamerad. Jetzt ist er an der Zeit, wieder auf die Schienen zu steigen und zu beweisen, dass du der Beste in deinem Fach bist. Okay, ja genau, ich war früher bei der Bahn, wunderbar. Und das ist ein Bahnspiel mit Survival-Aspekt. Guck mal, wir haben da oben Hunger, Durst, Alkohol, Kater, Krankheit und Hypothermie. Das ist, glaube ich, sowas mit, ob einem kalt ist. Weil aktuell ist es minus 29 Grad. Wir haben $1000. Ah nee, warte, 1000 Rubel? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bevor du loslegst, solltest du deine Fahrkünste auf einer Lokomotive auffrischen. Ja, mache ich. So, dann gucken wir doch. Oh, was haben wir hier Feines? Oh, Apple, willst du etwas kaufen? Das weiß ich nicht. Geh einkaufen. Sorge dafür, dass du genug Essen und Getränke kaufst, um bis zum nächsten Laden zu überleben. Ah ja, dann kaufe ich Sprotten. Sprotten sind, glaube ich, Fisch. Ja, kaufe ich einfach mal ein bisschen. Wir haben ja relativ viel Geld. Dann kaufe ich auch einfach eine Taschenlampe, wenn es dunkel ist draußen. Milch, auch immer gut. Ja, ja, viel Kalzium. Eine Banane, Äpfel, sehr gut. Dann ein Kohl. Karotten. Ja, Karotten kann man immer ganz gut wegsnacken. Und ein Messer. Was hast du? Weißbrot. Oha. Ja, kaufe ich auch. Ah, da hinten ist unsere Lokomotive. Mafia-Shop. Sollen wir einmal zum Mafia-Shop gehen? Weil, wie gesagt, das Spiel hat auch Survival-Aspekte, wo du auch ein bisschen ballern musst. Also, unser Zug kann auch überfallen werden. Deswegen gucke ich auch mal hier vorbei. Moin. Es geht. Kann ich dich beklauen? Ja, so, ich denke mal, dass der Shop unten ist. Ja, hier nochmal ein bisschen Grapefruit mitnehmen. Moin. Ah ja, okay. Hier sind unsere Regeln. Strenge und Loyalität gegenüber dem Chef ist das A und O. Du darfst uns... Oh ja, eine Kalaschnikow. Okay. Ja, ich kaufe einmal eine Kalaschnikow und Kalaschnikow-Munition. Ja, ich will so viel Munition wie möglich. Zack, Alter. Ah ja, jetzt sagen sie, geh zu deiner Lokomotive. Pack auch mal die Kalaschnikow hier auf so einen Quickslot. Oh ja. Geiles Ding. So, danke, Jungs. So, dann jetzt endlich mal zu unserer Lokomotive. Dazu müssen wir über den halben Bahnhof. Krass, das ist aber auch ein großer Bahnhof, kann das sein? Jetzt bin ich gespannt. Oh ja, das ist ein gutes Ding. Oh, guck mal, was? Spiralfeder? Oh nein, das Ding muss man dann auch manchmal reparieren. Jo, du könntest den Schrotthaufen endlich verkaufen. Irgendwas stimmt immer nicht mit ihm. Ach, nee, nee, das ist mein Baby, Alter. Das ist meine Bnio. Die 792, das ist mein Baby, Alter. Betritt das Fahrerhaus im ersten Abschnitt der Lokomotive. Okay. Jawohl. Stell dich neben den Seitenspiegel und drücke E. Ah ja, Inspektionsmodus. Status der Lokomotivteile. Ja, Junge, hab ich doch gar keine Ahnung von. Ach so, ah, jetzt sehen wir, was hier gut ist. Das hier ist problematisch. Der Tachometer hat Haltbarkeit 0. Dann ist nämlich die Geschwindigkeitsmessung nicht verfügbar. Finde das kaputte Teil und ersetze es durch ein neues. Okay, das sollte ich hinbekommen. Beende dazu den Inspektionsmodus und füge den verstellbaren Schraubenschlüssel zu deinem Inventar hin. Okay, ah, nee, hier ist er. Nee, das ist die Handbremse. Ah, hier ist er. Löse die Schrauben des Tachometers mit der rechten Maustaste. Jo. Alter, ich bin so ein Handwerksgenie. Zack. Zack. Oh, das ist auch eine Sache, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber im Haus, wenn es in 3 Jahren endlich mal fertig ist, will ich mir auch eine Werkbank zulegen. Ich will mein Handwerkskönnen irgendwie mal hochskillen. Wisst ihr, was ich meine? So, warte mal, jetzt müssen wir das weglegen und dann können wir den rausnehmen. Ah ja, perfekt. Weil das ist was, ich bin echt handwerklich echt nicht so begabt und es ist ja schon so im Haus... Da fällt sicherlich mal ein bisschen was an, weißt du? Und sei es nur, so blöd das klingt, irgendwas am Fahrrad zu machen. Aber ich will halt irgendwie da besser werden. Dann ist es, glaube ich, gut, wenn man so einen Platz hat, wie halt so eine Werkbank, wo man das eben fertig machen kann. Aber warte mal, muss ich das richtig drehen? Zack. Jawohl. Jetzt müssen wir das nochmal festzurren. Also so Basic-Sachen kann ich, kann einen Schrank aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? Aber manchmal fehlt es dann doch einfach an der Übung. Okay, die Lokomotive ist startklar. Geiles Ding. Denk dran, den Zustand der Teile zu überprüfen und sie rechtzeitig zu ersetzen, um Schäden zu vermeiden. Okay. Schalte den Schalter kleiner Kompressor im Maschinenraum im zweiten Abschnitt der Lokomotive ein. Das ist schon an sich cool gemacht, oder? So, dann können wir hier durch die Tür. Das ist ein geiles Konzept.
müssen wir allerdings hier. Und was ich gut finde, dass es ein bisschen idiotensicher gemacht wird gerade. Warte, den kann ich ja hier. Dass man hier. Weil sonst hätte ich den Schalter hätte ich niemals gefunden. Der kleine Kompressor versorgt den Stromabnehmer mit Druck. Okay, schalte den Funk ein. Dann laufen wir wieder zurück. Funk ein. Die Waggons mit Kohle nach Novosibirsk Glavny sind bereit für den Transport. Sie stehen auf Gleis 8 am Bahnsteig 3. Das war eine Information des Disponenten über die aktuellen Transportauftrag. Okay. Ah ja, jetzt hier einmal. Stromabnehmer, damit wir da oben uns den Strom gönnen. Boah, ich hätte gar... Ich mache jetzt einfach gerade nur das, was das Spiel mir sagt. Klar, wenn es dein Job ist, kannst du dir sowas easy merken. Die Temperatur kann nicht unter 5 Grad fallen. Ja, wir haben draußen minus 24 Grad. Halte die Türen und... Ah, das ist dieser Survival-Aspekt. Ja. Ey, cool. Das hat dann auch ein... Macht dann doch einen Unterschied. Schalte den Kompressor... Jawohl. Der Druck in den Hauptbehälteranzeigen muss mindestens 4 Kilo... Ja, alles klar. Damit die Motoren richtig funktionieren. Ich bin echt gespannt, ob wir hier heute nochmal losfahren. Zack, Motorkühlung. Blockieren der Bremse aus. Und setze den Hauptbremshebel freigeben. Ah ja, freigeben und aufladen. Sehr gut. Der Druck beginnt zu sinken, bleib aber bei... Oh Gott, Junge, ich habe doch keine Ahnung. Du musst mir doch sagen... Was? 5,7 Kilogramm? Was soll das überhaupt heißen? Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Aber warte, hier sind Werte. Ja, jetzt, es fällt. Der Druck lässt nach. Okay, und dann auf Service, um es zu stabilisieren. Also, es ist schon unfassbar detailgetreu, oder? Alter, das ist ja heftig. Hier an jeden kleinen Hebel wird gedacht. So, Aufmerksamkeitskontrolle. Ja, ich bin da. Signalanlage ist eingeschaltet. Gelbes Licht bedeutet, dass du den nächsten auf mindestens 40 km/h. Ja, das... Das könnte interessant werden mit der Geschwindigkeit. Gehe in das Fahrerhaus im zweiten Teil der Lokomotive. Oh, was ist das denn? Guck, hier ist andere Seite. Warum ist denn hier noch was? Okay, ich hab irgendwas gedreht. Ich drehe jetzt hier auch nochmal an dem Ding. Jetzt müssen wir irgendwas auf M stellen. Position M. Obwohl... Ah, hier. Okay. Sehr gut. Auf die nächste Position, um schnell ab... Oh! Wir fahren! Geiles Ding. Fahre... Vorwärts, bis du die richtige Weiche passiert hast. Fahre nicht zu schnell, denn du wirst bald bremsen müssen. Okay. Ah ja, wir müssen zur Eisen... Ey, geil. Und das Coole ist, wir können hier total ganz... Kann ich einfach rausspringen? Als ob. Guck mal, wir können hier während der Fahrt... Das finde ich ja schon wieder sehr geil. Ich könnte jetzt hier wetten, ich könnte hier rausspringen und hätte einfach verloren. Ah ja, wetten... Ja, die müssen wir ankoppeln gleich. Wir fahren gleich rückwärts und koppeln die Dinger an. Es ist so weird, weil das ein... Es ist einfach ein Eisenbahnspiel. Wirklich. Unfassbar detailgetreu. Und ich habe eine Kalaschnikow. Das ist der Traum. Ohne Witz. Wirklich vom Ding her erinnert mich das Spiel total an den Grenzposten-Simulator. Es hat einfach noch so eine ganz andere Ebene. So, warte mal. Okay. Wir müssen jetzt mal... Ich mach mal den Hebel auf Position 0. Weil da müssen wir gleich anhalten. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich bremsen. Mal gucken. Fahr nicht zu schnell. Ja. Wir sind echt langsam, das ist super. Ja, ich glaube, die haben wir jetzt passiert. Ah ja, setz den Hebel, Bremshebel. Ah, hier. 100%. Warte, bis der Zug anhält. Oh, sehr gut gebremst. So, der Zug hat angehalten. Geh nach draußen und ändere die Einstellung des Eisenbahnschalters. Erstmal mache ich die Bremse weg. Geht nicht. Dann gehen wir hier. Ah ja, wir müssen jetzt ja wahrscheinlich... Ach so, müssen wir die Weiche umstellen? Ich glaube schon, oder? Ja, weil da steht, geh nach draußen. Geil. Zack. Junge, und jetzt werden wir gleich überfallen. So. Umgeschaltet. Ah, guck mal, ja. Man hat das sogar gesehen. Krass. Bin ich der Einzige, der das gerade echt spannend findet? Wahrscheinlich. Ist mir aber auch egal. So, und jetzt... Genau, hier müssen wir jetzt rückwärts fahren. Nee. Da. Genau. Bremse lösen. Ja, Bremse gelöst. Und jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Power geben. Oh, nicht zu viel. Verbinde langsam die Waggons. Überschreite nicht die Geschwindigkeitsgrenze von 5 km/h. Ja, dann mache ich auf 1. Warte mal, ich... Ah ja, alles gut. Ich bin... Okay. Naja, wir sind schneller als die Bahn. Alles gut. Ich traue mich nicht zu schießen, weil ich Angst habe, dass da irgendwie die Mission gescheitert ist. So, guck mal, wir fahren jetzt hier ganz entspannt. Oh, wetten, ich kann mich auch selbst überfahren.
Ja, ja, 100 pro. So, die Weiche haben wir richtig eingestellt. Denn der Zug fährt jetzt da vorne hin. Boah, wir haben mittlerweile minus 29 Grad. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so eine Temperatur in meinem Körper gefühlt habe. Ich trinke ganz kurz eine Milch, weil das Spiel sagt mir, dass ich Durst habe. Einmal eine Milch. Ging jetzt mein Durst? Ging der Durst weg? Nee, mein Durst ging nicht weg. Und ich habe eine... Ich habe doch die Milch getrunken. Da. Nee, habe ich sie einfach nur fallen lassen? Hier habe ich doch auch eine Milch getrunken. Warte, hier liegt noch meine Milch. Zack. Oh, nee, mein Zug. Was? Spiel vorbei? Was? Autosave? Vor 11 Minuten? Och, nö. Weil ich bin doch da nur... Hä? Hätte ich brennen... Oh. Alles wegen der Milch. Ah ja, alles gut. Oh, danke, Spiel, dass du gut gespeichert hast. Warte, dann kann ich eine Sache ausprobieren. Oh, warum läufst du denn? Ist doch alles gut. Oh, als ob, wir können das kaputt schießen. Krass. Heftig, ja, lass mal laden. Ich wollte nur mal testen. So, warte mal, ich mach das. Ich mach das, alles gut, Leute. Ich habe eine Idee. Lass mich hier einmal rein. Ich mach kurz ein bisschen schneller. Er muss jetzt einmal kurz richtig ballern. So, jetzt können wir schon... Oh ja, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mach volle Pulle. Bremshebel 85%. Leistung runter. Leistung runter. Schön bremsen. Wir müssen bremsen. Das geht doch wieder nicht. Gut, okay. Wir geben nur ein bisschen Gas. Oh, guck mal hier. Die Konkurrenz, die ist auch da. Könnte ich die jetzt eigentlich überfallen mit meiner Kalaschnikow? Oh ja, wir sind jetzt deutlich schneller. Ich muss jetzt hier, glaube ich, auch schon wieder aufpassen. Scheiße. Wir rollen schon wieder so krass. Bremshebel? Nee, nee, mach mal redlich. Der ist auf Sur... Ah, nee, 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 wir bleiben stehen. Sehr gut. Dann einmal, zack. Nur so ganz langsam. Jetzt schon wieder bremsen. Schnell. Zack. Wie viel haben wir jetzt? Oh, oh, das war an sich gut. Das muss jetzt wirklich, das geht auf Position 1. Und die Bremse wird ganz leicht gelöst. Also wir müssen jetzt wirklich Millimeter. Ah ja, die Waggons sind gekoppelt. Geil. Entkuppel die Kohlwaggons am Bahnhof Gleis 1. Ah ja, ja, okay, okay. Die maximale Fahrzeit beträgt eine Stunde. Okay, bereite die Bremsen noch einmal vor. Einmal auf Service. Dann wollen wir, genau, das habe ich sogar noch gecheckt. Haupthebel auf Position 1. Sehr gut. Wenn du zu viel Leistung aufbricht, leuchtet... Ja, ja, das weiß ich, das mit der weißen Leuchte. Da können wir sogar ein bisschen mehr Gas geben. Das macht die erst bei 5 oder 6. Und wir fahren nach vorne. Wir können sogar noch ein bisschen mehr... Ah ja, guck mal, da war jetzt zu viel Druck auf den Kessel. Oh! Jawollo! Paletto ist abfahrbereit! Mit der Kalaschnikow! Da geht... Oh, jetzt sind es 14... Ach so, hier drin sind es 14 Grad, ne? Oh, ja, warte mal, wenn wir sogar hier die Tür zumachen... Ah, hier drin... Ah, wenn wir hier nochmal zumachen... Boah, das piept hier die ganze Zeit. Beachte die Schilder und Signale der Eisenbahn, damit die Lokomotive nicht... Ich weiß, ich hab das doch alles studiert. Oh, Mann, das macht das... Piept hier! Das pfeift! Das ist doch nicht gesund. Irgendwie klingt das nicht gesund, oder? Aber wir haben aber auch ein bisschen Hunger. Ich glaube, ich esse dann einfach mal... Drücke E. Ah ja, ah, gedrückt halten. Guck mal. Das war mir der... Wo ist denn hier unsere Milch? So, ich trinke jetzt eine gesunde Milch. Mehr oder weniger gesund. Oh, guck mal, sauf rein die Milch. Jawohl. Taschenlampe. Ah ja, das ist wahrscheinlich nachts. Kalaschnikow, damit wir uns selbst verteidigen können. Oh, warte, was ist das denn? Ach so, Aufmerksamkeit. Ach, das Piepen war die ganze Zeit von der Aufmerksamkeitskontrolle. Ja gut, warte mal, dann können wir ja mal ein bisschen mehr Gas geben jetzt. Wir sind hier, glaube ich, echt langsam. Ach, guck mal, hier können wir richtig aufschieben. Was geht, Junge? Lauf! Sorry. Gott sei Dank haben wir viele Schuss gekauft. So, und wieder zu. Ah ja, guck mal, jetzt ist hier grünes Signal. Da können wir, glaube ich, ein bisschen schneller fahren. Aber wir haben ja noch 55 Minuten. Lieferung von Waggons nach Novosibirsk. Hier nochmal auf. Moin! Aber warte mal, geht denn auch die Temperatur hier drin runter? Nee, ist immer noch 17. Ah ja, tatsächlich 16? Krass. Okay, das ist schon sehr gut gemacht. So, wir kriegen so langsam echt ein bisschen Geschwindigkeit. Könnte sogar auch, glaube ich, noch den Hebel ein bisschen hochballern.
Ja. Sehr nice. Ach, oh. Hier, da ist die Schranke runtergegangen. Die ganzen Autos müssen warten. Ja, wunderbar, Alter. Lang lebe Palermo. Der Verrückte, der mit der Kalaschnikow aus seinem Zug schießt. In einem guten alten Wohngebiet. Wenn du die Strom an mir mal runter... Okay, denk an die Motoren zurückzusetzen. Ach, ich mache hier gar nichts. Ich fahre einfach. Oh ja, wir werden schnell. Sehe ich denn hier irgendwo, wie schnell Feldstrom... Oh, hier, Feldstrom sinkt. Hauptstrom, Hauptbehälter. Ich sehe hier keine... Ah, doch. Ah, ja, doch, Tachometer. 55 km/h. Die Frage ist, wie schnell dürfen wir eigentlich fahren? Ja, wird schon passen, oder? Also, guck mal, Novosibirsk, das ist auch nur noch... Oh, oben in der Mitte befindest du Informationen zu den nächsten Bahnschildern. Vorbereiten zum Absenken des Stromab... Oh. Ja. Das ist jetzt blöd. Weil ich hab... Nee, ich hab... So sehr habe ich nicht auf... Doch, es war doch einer der Knöpfe hier. Oh, ja. Zack. Sehr gut. Ich hab... Oh! Moin, Alter! Oh! Oh, ich hab meine eigene Bahn. Ich wollte eigentlich nur mal Hallo sagen. Naja. Machen wir wieder zu. Absenken. Ich hab doch abgesenkt, oder nicht? Ich hab das, glaube ich, schon gemacht. Ah. Aus. Ein. Hebe. Ah, jetzt muss ich die wieder heben. Ja, ja, die habe ich gehoben. Alles gut. Ich weiß auch Bescheid. Oh Gott, kleines Einschussloch. Ich glaube, schlecht wäre es, wenn hier irgendwas passieren würde. Weil dann wird es hier drin ganz schnell ganz schön kalt. Aber guck mal, 18 Grad sind jetzt hier drin. Das ist... Oh, hör gut zu. Es ist an der Zeit, deine erste Aufgabe zu nehmen. Unsere Position wird von rivalisierenden Gruppen bedroht. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir so weit wie nötig gehen und drastische Maßnahmen ergreifen werden, um unsere Interessen zu verteidigen. Sehr gut, Sergei Kulakov. Die nächstgelegene Eisenbahnbrücke ist der Schlüssel für die Logistik der Jijeya-Gruppe. Sie schmuggeln Waffen... Oh, okay. Alles läuft über diesen Punkt. Wenn wir die Brücke zerstören, wird das ein schwerer Schlag für sie sein. Wir werden ihre Aktionen lahmlegen und sie daran hindern, die Macht zu übernehmen. Okay, aber dann kommen wir doch da auch nicht mehr rüber. Ich glaube, du wirst alles tun, was nötig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Warte auf weitere Anweisungen. Sehr wohl, Sergei. Oh, guck mal hier, hier ist wieder... Warte. Moin! Oh, oh nein, ich habe mein Fenster zerschossen. Nichts passiert, Leute. Alles gut, ich mache wieder zu. Scheiße, jetzt habe ich das Fenster hier. Jetzt sind es auch noch 16 Grad. Aber die spielerische Freiheit ist schon geil. Obwohl, jetzt haben wir nur noch 15 Grad. Aber kein Problem, Paletto hat gespeichert. So, Fenster wieder heil. Alles gut. So. Oh, hier ist jetzt ein bisschen rot. Halte vor dem nächsten Bahnsignal an. Oh. Uiuiuiui. Oh, hier sind auch viele rote Lämpchen. Ich mache schon mal vielleicht hier... Aber wo ist denn das nächste Bahnsignal? Ich gehe mal hier ein bisschen runter. Dann rollen wir ein bisschen aus. Notfalls mache ich hier super Notbremsung. Ist das da hinten? Ich bräuchte ein... Oh, oh, das ist rot. Das ist tatsächlich... Das ist... Stopp. Service. Notbremsung. Ja, ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir... Oh, ah, ja, hier ist die Brücke. Ja, das Problem ist, wir sind jetzt deutlich... Okay. Ja, warte, ich bleib jetzt stehen. Halt sofort. Zwischen dir und dem nächstgelegenen Bahnsignal wurde ein Zug entdeckt. Okay. Oh, okay. Okay. Ich halt sofort an. Und stopp. Sehr gut. Ich bin stehen geblieben. Habe ich doch jetzt richtig gemacht, oder nicht? Dann würde ich doch mal sagen, legen wir jetzt los, oder was? So, ich bin bereit. Ich werde jetzt hier mal rangehen. Fährt die? Die fährt. Hey. Sag mal, du fährst in mich rein. Hey! Okay. Ich wurde überfahren. Hä, Junge? So, warte mal. Jetzt müssen wir hier anhalten. Ah, Niki wartet auf der anderen Seite der Brücke. Nimm ihm das Paket und den Sprengstoff ab. Okay. Okay, ja, das Problem ist, dass wir jetzt schon ziemlich weit auf der Brücke sind, wenn wir die jetzt wegsprengen. Aber es würde ja sicherlich okay sein. Ja, wir hätten viel früher, weil der fährt doch jetzt in mich rein. Da muss man viel früher vor diesem Signal. Aber guck mal, der kommt nämlich jetzt. Der fährt in meine Dampflok rein. Lokomotive. Diggi, bleib stehen, Alter! Der wird eiskalt bei mir reinfahren. Und dann ist GG. Man muss deutlich... Ja, guck mal da, Alter. Fährt rein. Batz! Okay, dann wissen wir, was wir... Ja, wir müssen sehr, sehr früh vor diesem einen Signal. Okay, okay. Da können wir hier schon mal... Den Haupthebel auf 0. Ja, das ist, glaube ich, am schlausten. Dann den Bremshebel schon mal auf 100. Dann Betriebs... Ah, okay, ich mache mal volle Kanne. So.
Bisschen ausrollen lassen. Naja, unsere Geschwindigkeit geht auch immer weiter runter. Ja, genau. Seht ihr das da links? Davor müssen wir auf jeden Fall halten, damit der Zug, der aus der anderen Richtung kommt, da längs fahren kann. Ich meine, wir können noch ein bisschen ausrollen lassen. So, und hier würde ich dann jetzt tatsächlich... dann gehen wir jetzt mal darüber. Ich hoffe, dass jetzt gleich wieder diese Info mit Nikita und der Bombe kommt. Da kommt jetzt auf jeden Fall die andere Bahn. Das ist schon richtig. Oh, ja, moin! Oh, guck mal, oh, der fährt jetzt aber deutlich schneller. Krass. Okay, ich glaube, ich muss wieder zurück in meine Bahn. Oh, was ist hier wohl drin? Warte mal, ich muss es tut mir leid, ich muss das testen. Ich will das nämlich jetzt einmal kaputt schießen. Oh! Geiles Ding, okay. Die denken an alles. Ich find's gut, dass man seinen Zug zerschießen kann. So, guck mal, er fährt jetzt rechts vorbei. Warte mal. Süß, Junge. Junge, der Zug brennt einfach. Geiles Ding. So, und jetzt können wir mal gucken, das Signal, weil er ist jetzt ja vorbeigefahren. Signal, ja, Signal ist jetzt grün. Wir hätten einfach nur warten müssen. So, dann springe ich ganz schnell wieder rein. Hopp, mach natürlich hier vorbildlich alles zu. Dann Bremse auf gelöst. Service. Und hier können wir wieder Gas geben. Oh, warte mal, Motoren nicht bereit. Warte mal. Weil jetzt ist alles grün. Mann, ich möchte nur fahren. Wir sind auf M. Wir bewegen uns. Halleluja. Es kommt immer davon, mein Gehirn schaltet oft aus. So, wir können sogar, glaube ich, ein bisschen mehr Knallgas geben. So, ich glaube, gleich wird geballert. Das, worauf wir alle schon gewartet haben. Oh, was ist? Weißes Licht, geh mit Vorsicht vor. Das nächstgelegene Bahnsignal wurde nicht erkannt. Okay, ich bin bereit, liebe Gegner. Oh, Nikita wartet auf dich. Nimm das. Okay. Oh, es sind auch nur noch 6 Grad. Oh, weil hier die ganze Zeit die Schiebetür offen ist. Hier ist zu. Ah ja, da Nikita. Hier hinten sind nur noch 3 Grad. Krass. Oh, minus 7. Obwohl hier so die Maschinen ballern. So, mal gucken. Wieder schön ins Warme. Immer wachsam sein, Leute. Immer wachsam. Da vorne sind da wieder Signale. Oh, da, guck mal, da unten sind Menschen. Nee, es sind keine Signale. Ich werde dann bei Nikita einfach anhalten. Na, anhalten ist schwer bei Paletto. Der kommt dann wieder nicht mehr los. So, wir wollen ja aber auch nicht zu schnell werden. Dann mach ich mal auf die 0, oder? Ja. Oh, Nikita! Warte, Nikita! Ich muss kurz... Scheiße! Notbremsung. 100%. Ich spring schnell raus. Nikita! Wupp. Au, was denn? Weil ich kann doch aus dem fahrenden Zug springen. Nee, scheinbar kann ich das nicht. So, guck mal an, Paletto. Jetzt, diesmal rechtzeitig bremsen, Junge. Wir machen direkt Notbremsung. Nikita, ich komm gleich. Ich habe hier wieder ein bisschen zu spät gebremst. Nikita! Moin, ich bin's, Paletto! So, ab wann darf ich denn hier rausspringen? Jetzt? Da breche ich mir doch... Bei der Geschwindigkeit bin ich auch schon aus der U-Bahn gesprungen. Halleluja! Moins, Nikita! Es geht, Brudi. Das ist ein Moment auf die Stunden und Tage geworden, aber als Pyrotechniker bin ich der Schöpfer der Magie in der Luft. Okay. Mhm. Sehr gut, Nikita. Laber mir nicht voll, Nikita. Ich verschwinde von hier. Ich muss immer professionell handeln und auf die Sicherheit achten. Okay. Jage ich jetzt die Brücke in die Luft? Oder was mache ich, Nikita? Platziere einen Sprengstoff auf der Brücke. Pass nur auf, dass du dabei nicht deinen Zug in die Luft jagst. Ah ja, ich habe 50... Ja, okay. Ja, ich setze den Sprengstoff da an. Starte den Timer. So, warte, hier kann ich, glaube ich, einmal hoch. Und dann... Ja, hier durch. Jetzt muss ich da hinten wieder hinlaufen. Ah ja, das Chillige ist, unsere Bahn ist auch nicht mehr ansatzweise da drauf. Meine Frage ist, wie komme ich denn wieder zurück, wenn wir das Ding jetzt hier wegsprengen? Ah, da sieht man schon in grün der Punkt für die Sprengladung. Okay. Dann schnappe ich mir einmal hier die Sprengladung. 30 Sekunden. Lauf, Paletto! Okay, ich lauf. Okay. Ja, wir sind weit genug weg. Ist alles gut. Oh. Yo, let's freaking go. Mission erfüllt. Geil. $500 für die Sprengung der Eisenbahnbrücke bekommen. So lob ich mir das. In diesem Paket befinden sich Entwürfe für den Bau von Bomben. Gib sie Boris. Mein Manager? Er ist Nikitas Auszubildender. Er wartet im Bahnhofsgebäude von Novosibirsk Glani auf dich. Du hast dafür 1 Stunde und 15 Minuten Zeit. Okay. So, hopp. Einmal hoch. Dankeschön.
Und zu das Ding. Oh, hier, ah, hier, wieder die Anwesenheitskontrolle. Ich bin doch da, Leute. Leute, ich würde aber sagen, das war's für heute mit einer kleinen Runde vom Trans-Siberian Simulator, a.k.a. Zugsimulator mit Waffen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und vielleicht spielen wir dann ja nochmal eine kleine Runde von dem Game. Ich muss sagen, das Konzept finde ich schon ganz geil. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Schaut wie immer gerne auf Paluten.shop vorbei. Und danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.